Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder euer Elium. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Raid Shadow Legends mit meiner Wenigkeit Elium. wir haben jetzt morgen das 10-fach-Event. Das steht jetzt vor der Tür. Ihr werdet es dann morgen sehen. Hier flimmert das Portal. Hier steht dann 10-fach Chance. Hier könnt ihr dann rausklicken. Ich glaube, hier steht es dann genau. Dann könnt ihr hier draufklicken. Seht hier die Champions. Die machen wir jetzt gleich. Ich zeige euch alle, welche dabei sind, was diese können, wie cool die sind oder wie lahm die sind. Dann haben wir noch ein Update von der Fusion. Ich zeige euch mal, was so abgeht, was so abging bis jetzt, wie es mit den Punkten aussah, wie es bei mir aussieht. Und natürlich Endspurt. Wir haben jetzt Endspurt von der Fusion. Somit müssen wir jetzt noch mal ganz kurz die Arschbacken zusammenkneifen, Vollgas geben und dann haben wir die Fusion in der Tasche. Ist ein heftiges Ding, keine Frage. Ich habe es gemacht. Einige haben in meinem Stream auch Vollgas gegeben, sind noch voll dabei, in meinem Clan genauso. Und es gibt viele, die haben es von Anfang an abgestimmt, haben gesagt, erstens schaffe ich nicht oder habe ich keinen Bock. Deswegen ist es eine von den härteren Fusionen, aber irgendwo, sage ich jetzt mal, mit viel Mühe und Not doch machbar, wenn man nichts auslässt und nichts vergessen hat. Jo, lasst uns nicht lang quatschen. Wir sehen uns gleich im Update. So, also Fusion Update. Ich mache schnell die Kamera aus. Fusion Update sieht aktuell so aus. Wie ihr sehen könnt, ich habe alles schön markiert, ne? Wie ich es euch schon gesagt habe, das sind die Punkte, die ihr bekommen könnt. Das sind die Punkte, also die Fragmente. Das hier sind immer die Punkte drunter, die ihr braucht dafür. Das hier unten zum Beispiel hängt damit zusammen, dass wir für den guten Fenchi in beiden Dungeon Diver Events Punkte bekommen. Das heißt, oben steht dann 15 Fragmente. Dafür braucht ihr 1500 Punkte. Für alle, die mal reingeguckt haben und ein bisschen verwirrt sind, solltet ihr allerlei Fragen haben zum Fusion Planner, einfach in Discord schreiben. Die Links sind unten, einfach im Twitch schreiben. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass ich eure Fragen beantworte. Jo, jetzt stehen wir auch vor der Tür. Natürlich zum Freitag jetzt das Arena Takedown, das zweite, wo es die Marken gibt. Es ist einen Tag kürzer als vorher, beziehungsweise sogar zwei Tage kürzer. Sprich, ich glaube, das wird wieder eins mit 280 Punkten, aber legt euch noch nicht drauf fest. Das werden wir dann morgen früh sehen. Genauso startet morgen dann auch der Beschwörungsrausch für das 10-fache Event. Die Champions machen wir dann jetzt sofort im Video. Es hört morgen auch, also heute müsst ihr nochmal Vollgas geben, Champion Ausbildungsereignis, das große mit den, ich glaube, 12.000 Punkte sind es, genau, fast 13.000 Punkte. Wenn ihr noch nicht durch seid, gebt noch ein bisschen Vollgas, holt euch die letzten Fragmente für die Fusion. Dann geht es natürlich noch ins Artefakt-Event. Ich bin schon fertig, da haben wir jetzt auch das zweite, da waren es, oh, das können wir direkt mal ändern. Und zwar sah das wie folgt aus. Da haben wir 3000 Punkte nämlich gebraucht. Und es war, finde ich, machbar, weil ich habe von diesem Event zu diesem Event natürlich mega viel Silber gesammelt. Habe jetzt natürlich für das Champion-Ausbildungsereignis Champions fertig gemacht. Habe das Dungeon-Taucher fertig gemacht bis zum Void, weil ich wollte unbedingt, ich sammle gerade alle Voids, die es gibt. Für mich persönlich und mein Account sind aktuell Void-Shards die wertvollsten von allen. Da ich nur noch eine Handvoll aus den Sacreds und Blauen haben da brauche, ja. Der Punkt ist aber der, diese Champions, die es aus den heiligen Splittern und aus den antiken Splittern gibt, die kann man eben aus antiken oder heiligen bekommen. Also somit hat man, sage ich jetzt mal, die doppelte Chance, durch irgendwelche Splitter diese Champions zu bekommen. Und somit ist für mich aktuell für den Account der Wert von Void Charts weit über den Sacred Charts, weil es nur eine Möglichkeit gibt, Voids zu bekommen. Und das ist entweder, also es ist eigentlich zwei, durch Fusion, wenn sie da sind, aber ansonsten nur durch Void Shards und somit ja, und Ancient Shards kriegt man, finde ich, auf einer täglichen Basis. Ich muss sagen, ich werde mal einen Durchschnitt machen im Monat, wie viel Splitter ich überhaupt bekomme durch Quests, durch Turniere, durch Events, und dann eben mal gucken, wie ist so der Durchschnitt. Aber ich glaube, das starte ich erst im Mai oder Juni. Wie ist dann genau der Durchschnitt mit den Splittern? Wie viele kriegt man am Tag? Weil ich gehe schwer davon aus, dass man ein bis zwei blaue Splitter pro Tag bekommen kann, wenn man im Endgame rumhüpft. So, genau, machen wir schnell weiter. Ja, morgen, wie gesagt, Champion, also Beschwörungsrausch und Arena, da müsst ihr dann machen. Morgen hört eben Ausbildungsereignis auf. Artefakt ist fast vorbei, da müsst ihr nochmal Gas geben. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, wegen Dungeon Divers, wegen Eisgolem und Feuerritter, da habe ich Vollgas gegeben. Bin hiermit fertig, bin mit allen fertig. Und habe natürlich jetzt aber auch super viel Silber noch nebenbei gesammelt. Ich bin aktuell wieder bei 13 Millionen und habe noch eine ganze Tasche voll mit Items, die ich verkaufen kann. Ich denke, bei 15 Millionen werde ich sein. Plus Champions, plus das. Ich glaube, bis zu dem nächsten Artefakt-Event, weil dann auch wieder ein Tag Spinne natürlich drin ist, dürfte ich wieder bei 20 Mille sein. Somit für mich easy machbar, falls es noch für euch erforderlich ist.
Dann haut natürlich raus und sammelt Silber. Sammelt Silber für dieses Artefakt-Event. Ich gehe schwer davon aus, dass es wieder 2000 Punkte braucht, weil es dieselbe Dauer hat wie das, wie das erste Artefakt-Event. Ja, und danach gibt es dann nur noch das Ausbildungsturnier. Ich hoffe, ihr seid soweit vorbereitet. Für alle, die im Stream dabei waren, wir sind mega vorbereitet hier auf meinem Account. Ich habe super viel vorbereitet an Champions. Ich glaube, wir können 10 60er Champions, also von Rang 5 auf Rang 6 upgraden. Ich habe noch super viel Food da. Wir können, glaube ich, noch, boah, lasst mich lügen, bestimmt 20 Champions von Rang 4 auf Rang 5 alleine upgraden. Ne? Und von Rang 5 auf 6, wie gesagt, bestimmt 10 ungefähr, plus die, die ich noch vorher mache. Also es ist viel da, ich kann super viel upgraden, ich könnte super viele Champions hochballern für dieses Event. Deswegen, ich hoffe, ihr seid genauso gut vorbereitet, weil es wäre wirklich von Vorteil. Ja, und dann ist eigentlich die Fusion schon fast fertig. Dann muss man halt im Dungeon Taucher noch Vollgas geben. Das kann man gleichzeitig mit der Spinne machen, somit eigentlich eine ganz easy Geschichte. Aber ich glaube, die Punkte werden recht heftig, weil es für 3 Champions Fragmente gibt. Und somit bin ich, ja, habe ich ein bisschen, sage ich jetzt mal, Schiss vor für Leute, die jetzt nicht so aktiv sind, die vielleicht noch nicht so weit im Game sind. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir für die 20er Fragmente wieder an die 3000 brauchen werden. Für die hier vielleicht, entweder staffeln sie es, dass sie sagen, 4000 ist das höchste und dann hast du ungefähr bei 1,5, 2,5 und 4000 die Punkte. Kann natürlich sein, dass Plarium uns halt jetzt eine richtige Grätsche gibt und wir dann irgendwie 5.000, 6.000 Punkte im Dungeon Divers sammeln müssen. Was jetzt, sage ich jetzt mal, nicht so großes Problem ist, weil wir gleichzeitig das Spinnen-Event haben und im Spinnen-Event geben alle immer Vollgas. Plus wir haben noch Champion-Ausbildung, also kann man da auch viel in der Kampagne und so leveln. Also die Möglichkeiten sind da, aber es wird nochmal, der Endspurt wird nochmal heftig, würde ich sagen. Jo, das war's dann damit. Dann gehen wir ins 10-fach-Event in die Champions. Bis gleich. Und hier sind wir im ersten Champion, Roba. Roba ist der erste Champion, den ich mir ausgesucht habe. Ich habe keine direkte Liste, wie ich es mache. Ich gehe jetzt einfach mal durch. Erst die normalen und dann die Void-Champions. Und ja, Roba hat auf dem A1 eine Lähmung. Und verleiht eine Zusatzrunde, wenn dieser Debuff erfolgreich angewandt wird. Ist an sich ganz geil. Es gibt ganz lustige Sachen im Spiel, wo Robar irgendwie 25 Runden hintereinander mit Relentless und allem geprockt hat. Super witzig. Dann greift alle Gegner an und jeder Treffer hat eine Chance, einen Defense-Verringerer zu verleihen und mit Büchern drinnen zu 100%. Auf 3 Runden Cooldown ist an sich eine wirklich nice Geschichte, also gar nicht mal so verkehrt, vor allem für Faction Wars. Ja, jetzt nicht eine Leggy, die ich unbedingt pullen möchte für Progress, aber sonst. Dann greift alle Gegner an, steigert den angerichteten Schaden bei Zielen mit Lähmung, Schlaf, Frost Debuffs, natürlich auch nice. Hat eine gute Synergie mit seinem A1 oder falls ihr einen anderen Champion habt, der natürlich Lähmung, Schlaf oder Frost verleiht. Wäre natürlich ganz geil und dann Fraktionsgruft 50 Genauigkeit, also an sich ein geiler Champion, vor allem für Faction Wars, wer nicht weiterkommt bei den Orks, wer die eine oder andere Fusion ausgelassen hat oder nicht so lucky war. Base Stats sind an sich recht mies, vor allem die Defense und der Speed für eine Leggy, aber so ist das nun mal. Dafür hat er ein bisschen Base Widerstand und Genauigkeit, was nicht allzu viele Champions haben. Dann schauen wir in den nächsten Champion. Und der nächste Champion ist unser guter Grablord. Grablord ist vor allem für den Faction War ein MVP, muss ich ehrlich sagen. Viele Leute benutzen ihn und brauchen ihn auch unbedingt. Ich denke, er wäre einer der Champions, wodurch ich 21 auf Auto schaffen könnte. Wie gesagt, ich bin schon durch bei Ritter der Wiedergänger. Aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn ich ihn hätte. Er hat auf dem A1, greift 3-mal an und hat einen Geschwindigkeitsverringerer, wenn er kritisch trifft. Dann hat er auf dem A2, greift einen Gegner, bietet eine Chance von mit Büchern 100% allen Gegnern für 2 Runden, für eine Runde 2 Gift-Debuffs zu verleihen, bietet zusätzlich eine Chance wieder mit den Büchern von 100% einem Gegner für 4 Runden, für eine Runde 4 Gift-Debuffs zu verleihen, wenn dieser Angriff kritisch trifft. Deswegen baut man ihn mit 100% Crit auf 3 Runden Cooldown. Eigentlich ein nicer Skill. Und dann haben wir hier, senkt das Rundenmeter aller Gegner mit weniger als 50% LP um 100%, bietet zusätzlich eine Chance, wenn ihr die Bücher reinpackt, von 100% durch die Prozente hier, allen Gegnern für 2 Runden einen 50% Angriffsverringerer zu verleihen, bietet eine Chance von wieder 100% mit den Büchern, allen Gegnern für 2 Runden einen 60% Defense-Verringerer zu verleihen, verleiht eine Zusatzrunde für das Rundenmeter eines Gegners, wenn das Rundenmeter eines Gegners aufgrund dieser Fähigkeit geleert wird. Also ein mega krasser Skill. Wie gesagt,
unglaublich stark für Faction Wars, aber natürlich auch im Dungeon Progress. Doom Tower wird der hier und da auch eingesetzt. Ja, aber für die meisten wirklich ausschlaggebend, die Faction Wars zu schaffen wegen Grablord. Und dann haben wir noch eine Arena Aura Defense von 42%, auch an sich ganz gut. Die Base Stats sind okay, Defense ist recht low, Speed ist okay, aber dafür auch hier wieder Base Widerstand und Base Genauigkeit mit vorhanden, was nicht bei allen Champions ist, vor allem bei Legendären nicht. Schauen wir in den nächsten Champ und der nächste ist Jintoro, worauf ich mich am meisten freue eigentlich, und ich bin, sage ich jetzt mal, ein bisschen froh, dass wir pullen müssen, weil Jintoro steht auf meiner Liste, den möchte ich unbedingt haben, der ist an sich wirklich geil. Und dann haben wir hier, greift ein Gegner in Gewährt eine Zusatzrunde, wenn er einen Gegner tötet. Er hat nicht so harte Multiplikatoren wie von Septimus, aber es ist ungefähr dieselbe Skillmechanik wie von Septimus. Dann greift ein Gegner an, stiehlt 100% des aktuellen Rundmeters des Ziels, verringert die Abklingzeit von Dämonenwut, das ist der A3, um eine Runde, wenn das Ziel immun gegen Rundmeterverringerung ist, was natürlich recht cool ist. Und dann haben wir hier, greift ein Gegner an, verleiht 2 Runden einen Defense-Verringerer sowie ein Schwächungs-Debuff, greift 5-mal statt einmal an, wenn diese Fähigkeit in einer Runde zum 4. Mal gegen dasselbe Ziel verwendet wird. Dieser Skill kann bis zu 1.000.000 Schaden machen mit den 5 Hits. Dieser Skill ist unglaublich crazy. Ihr braucht natürlich verrücktes Gear, ihr braucht natürlich die Debuffs auf dem Gegner, vielleicht ein paar Buffs auf euch, Angriffsstärkung, Angriffssteigerer und sowas. Aber dieser Skill kann mit seinen 5 Hit bis zu 1.000.000 Damage machen, sogar weit drüber hinaus, deswegen abnormal. Finde ich an sich, ist ein wirklich, wirklich nicer Champion. Und dann haben wir hier, alle Runden und Meter Fülleffekte werden um 50% gesteigert, wenn sie auf diesem Champion angewandt werden, was natürlich auch super nice ist. Und dann haben wir hier noch, steigert den Angriff von allen Verbündeten um 29 in allen Schlachten. Ich persönlich finde ihn super geil. Wir werden auf jeden Fall Charts pullen morgen, wenn ihr dabei sein wollt, schaut im Twitch vorbei, Link ist unten in der Beschreibung mit drinnen, ab 19 Uhr. Höchstwahrscheinlich wird meine Frau mit dabei sein, wenn sie es arbeitstechnisch hinbekommt, und dann pullen wir auf jeden Fall Charts und ich hoffe, wir werden vom Zehnfach einige für euch ziehen, genauso wie für mich natürlich. Ja, Base Speed ist super nice, Base Attack ist natürlich auch super gut und eigentlich für einen Angriffs-Champion auch eine wirklich vernünftige Defense, HP eher auf der geringen Seite, aber was erwarten wir von Angriffs-Champions? Er hat auch ein bisschen Base-Genauigkeit und Widerstand und 63% Crit-Damage, was natürlich eher auf der hohen Seite ist für die Base-Werte. Und dann haben wir die erste Epic. Die erste Epic ist Annex. Annex ist an sich auch ein mega nice Epic. Super cooler Champion, wenn man ihn in ein Block-Damage-Team packt. Ist er auch für den Klamos super geil. Er hat auf dem A1, greift 2-mal an, hat Defense-Verringerer. Nur bei 35% mit Büchern drinnen, aber eben greift 2-mal an. Dann auf dem A2 greift er einen Gegner 2-mal an, verringert bei jedem er hat eine Chance bei jedem Treffer von 75 mit Büchern, 100% für 3 Runden Genauigkeitsverringerer und eben ein Gift-Debuff zu verleihen, auch ein super cooler Skill. Dann haben wir hier auf dem A3 greift ein Gegner an, bietet mit Büchern eine 100%ige Chance Schwächung zu verleihen, heilt diesen Champion um 50% des angerichteten Schaden. Und hat eine Passiv, verleiht diesem Champion für 2 Runden einen 60% Defense-Steigerer, wenn LP unter 75 fällt. Verleiht diesem Champion 2 Runden einen 50% Angriffssteigerer, wenn sein LP unter 50% fällt. Und aktiver Effekt verleiht eine Zusatzrunde, wenn das LP dieses Champions unter 10% fällt. Deswegen in einer Block Damage. In einem Unkillable würde er permanent neue Runden bekommen und sich somit out of sync hauen. Aber wenn ihr natürlich, wenn ihr natürlich ihn in einer Block Damage Unkillable Combo habt, dann verliert er ja kein Leben, bis ihr zur Runde 50 kommt. Und somit würde er eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr guten Schaden machen. Ich habe schon Kombos gesehen und da ist er wirklich nice. Schwächung, Genauigkeitsverringerer ist nicht wirklich wichtig, aber eben Gift und Defense-Verringerer. Also er kann gut Damage machen und er hilft euch im Clan-Boss ungemein. Also vor allem in solchen Kombinationen. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht Faction Wars, wenn ich keine bessere Alternative habe. Aber es wäre jetzt kein Champion, würde ich nicht unbedingt pullen wollen würde. Da geht es eher um die Leggies. Schauen wir uns den nächsten Champion an. So, Deacon Armstrong habe ich beim letzten Wochenende gezogen gehabt. War mega nice, finde ich super cool, weil er unglaublich stark ist. Er hat auf dem A1 greift zweimal an, hat eine Chance von 50% mit Büchern drinnen, ein Enzym-Debuff zu verleihen. Deswegen super starker Skill für alle Bosskämpfe, für den Clan-Boss. Ja, einfach Bosskämpfe. Greift alle Gegner an und hat eine Chance mit Büchern von 100% Defense-Verringerer zu verleihen. Das ist super cool. Aber was ihn so ausmacht, ist das hier.
will das Rundenmeter aller Verbündeten um 15%, senkt das Rundenmeter aller Verbündeten um 15%, alle Feinde um 15% und ist quasi eine Mini-Lissandra auf 3 Runden Cooldown plus er kriegt eine Zusatzrunde. Er ist dran, setzt das ein, geht in den A2 über, sprich, ihr boostet euch, verringert das Rundenmeter der Gegner plus ihr habt danach noch einen Defense-Verringerer drauf und danach gehen eure Nuker los. Mega cooler Champion. Plus alle Verbündeten, plus, die ganze Zeit plus in diesem Champion. Geschwindigkeitsaura in allen Schlachten 19%, super geil, mega gute Stats. Auch Base-Widerstand und Genauigkeit mit dabei. Das kommt aktuell immer öfter, was ich sehr cool finde, weil sie es eine Zeit lang eigentlich ausgelassen hatten, vor allem bei Leggies, dass die zum Teil keinen Widerstand, keine Base-Genauigkeit haben. Mega mies. Hier 100 Geschwindigkeit, gute Defense, okay, HP. An sich ein geiler Champion, ich finde ihn super nice für mich. In den Dungeons und allem jetzt keine große Verwendung, leider, weil ich schon ein bisschen fortgeschrittener bin. Für jeden, der im Midgame ist, mega starker Champion, aber er wird definitiv in meine Faction Wars mit eingebaut werden, damit ich dort schneller vorankomme. Und das war es, glaube ich, mit denen. Jetzt gehen wir in die Voids über. Die erste ist Flüstern. Flüstern war für alle, die ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, Amazon Prime haben, war es ein Amazon Prime Loot. Ja, seitdem habe ich sie nie benutzt. Es liegt aber auch daran, weil ihre AI ein bisschen kaputt ist. Sie hat auf dem A1, greift einen Gegner an, hat eine 75%ige Chance mit Büchern drin, Schwächung zu verleihen. Greift einen Gegner an, verleiht diesen Champion vor dem Angriff für eine Runde einen Angriffssteigerer. Wenn das Ziel über höhere maximale LP verfügt als dieser Champion, ignoriert Defense, wenn das Ziel über eine Schwächung verleiht, unterliegt, so, und greift einen Gegner zweimal an. Verleiht eine Zusatzrunde, wenn das Ziel Defense-Verringerer und Schwächung Debuff unterliegt. Und auf der Passiv hat sie wieder eine Chance von 10% eine Zusatzrunde zu verleihen. Wenn dieser Champion einen kritischen Treffer landet, steigert den Schaden an Endbossen um 20%. Hört sich natürlich für den Clan-Boss-Maschine an. Das Problem ist einfach, dass sie ihre Skills nicht in der richtigen Reihenfolge einsetzt. Sie fängt, glaube ich, mit diesem Skill an, bekommt somit keine Zusatzrunde, macht danach diesen Skill und danach setzt sie erst immer ihren A1 ein. Sprich, ihr braucht jemanden, der sie aufbaut, der vorher Defense down und eine Schwächung verleiht, damit sie dann Vollgas geben kann. Und dann haben wir in den Dungeons noch eine Aura von 29%. Ich habe viele Leute gesehen, die nutzen sie auch im Faction Wars für den Damage. Da habe ich jetzt erst im Stream jemanden gehabt, der gesagt hat, für Damage habe ich sie benutzt, sonst wäre ich nicht durchgekommen. Das kann ich mir da auf jeden Fall vorstellen, vor allem in der 21, weil man auf manuell spielt. Aber ja, für mich habe ich sie bekommen gehabt, habe sie auf 40 oder 50 getestet und dann habe ich gesagt, okay, ich habe da definitiv bessere Alternativen, aber sie sieht cool aus. Sie sieht cool aus. Dann schauen wir uns gleich den nächsten Champion an. Der nächste Champion ist Gala Langzopf. Gala Langzopf ist eine Damage-Maschine. Wirklich cool. Ich habe sie auch erst vor einigen Wochen gezogen. Sie hüpft noch auf 50 rum, aber ich bin gerade dabei, sie für meine Faction Wars, für die Zwerge, fertig zu machen. Gala hat auf dem A1, greift deinen Gegner zweimal an. Jeder Treffer ignoriert 30% der Ziel-Defense. Verleiht diesem Champion für 2 Runden einen Schild-Buff. Wert des Schildes entspricht 20% des angerichteten Schaden. Sprich, genug Damage auf sie bauen. Dann haben wir, greift dein Gegner an, ignoriert 50% der Ziel-Defense, wenn sie beim Angriff einen Schild-Debuff unterliegt. Also, sie greift mit dem A1 an, gibt sich ein Schild und macht dann natürlich mehr Schaden damit, mit dem zweiten Skill. Heilt diesen Champion um 50% des angerichteten Schaden, verleiht diesem Champion für 3 Runden einen Schild-Debuff der überschüssigen Heilung, was natürlich auch sehr cool ist. Also sie hat eine perfekte Synergie mit ihren Skills, dadurch, dass sie sich immer Schilde verleiht. Und auf dem A3 greift dein Gegner dreimal an, jeder Treffer ignoriert 25% der Ziel-Defense, verleiht eine Zusatzrunde, wenn die LP dieses Champions nach Nutzung der Zielfähigkeit nach Nutzung dieser Fähigkeit voll ist. Also super geil, am Anfang ist sie dran, setzt diesen Skill ein, macht einen Triple Hit, ignoriert jedes Mal 25% Defense. Ich habe ihr Hand Smasher Masteries, glaube ich, gegeben, plus ich habe ihr ein Wildset gegeben. Somit ignoriert sie unglaublich viel Defense, bekommt eine Zusatzrunde, wenn sie am Anfang direkt dran ist und volles HP hat. Macht danach diesen Skill, also sie macht unheimlich viel Damage. Und dann haben wir noch Verbündete in allen Schlachten, Angriff 25%. Das ist wirklich eine Damage-Maschine. In der Arena zum One-Shotten da, in den Dungeons, falls man einzelne Ziele immer rausballern will und keinen vernünftigen Nuker hat, aber natürlich für Faction Wars auch super geil. Ich nutze sie hier und da immer wieder mal, deswegen, und ich freue mich, wenn ich sie auf 60 habe und dann voll testen kann. Aber mag sie auf jeden Fall. Und dann schauen wir in die Void Leggy rein. Und Void Leggy ist Necrit der Große. Für alle ein All-Time-Favorite.
Es sieht einfach nur krass aus. Sorry, aber dieser Champion sieht einfach nur mega aus. Wer mein Video gesehen hat, ich hatte mega Luck und habe beim 10-fach Torment-Event ihn noch zusätzlich mitgezogen gehabt. Necrid ist einer der wenigen Champions, der insgesamt 6 Fähigkeiten hat. Auf dem A1 greift dein Gegner dreimal an. Jeder Treffer bietet eine Chance von 20%. Mit Büchern 30. Für eine Runde einen 50% angriffsverringerter Debuff zu verleihen. Diesen Effekt kann nicht standgehalten werden, was natürlich unglaublich geil ist. Ihr braucht keine Genauigkeit mit ihm, um diesen Debuff zu landen. Super nice. Dann haben wir auf dem A2 schließt sich mit Verbündeten zusammen, um einen Gegner anzugreifen. Alle Verbündeten, die Verbündeten Schutz unterliegen, die dieser Champion hier ihnen verliehen hat, schließen sich dem Angriff an. Der Verbündete greift mit seiner Standardfähigkeit an, gewährt eine Zusatzrunde, wenn dieses Ziel, wenn der Gegner nicht getötet werden kann, konnte. Wenn er nicht getötet wurde. So, jetzt haben wir es. Beobachtet mal die Bücher. 4, 1, 1, nix. Nix. Er braucht 6 Bücher und dafür, dass es eine neue Void Leggy ist, unglaublich geil. Wir kennen es von Fixneal mit 18 Büchern. Hier haben wir jemanden, der wirklich gut ist, der euch weiterhelfen kann, der ein Arena-Gott ist. Hart zu tunen ist für den Klamos, aber trotzdem eine Maschine in allen anderen Bereichen. Und dann braucht er nur 6 Bücher. Besser geht fast nicht. Verleiht einem Verbündeten für 3 Runden einen Blocke-Debuffs und einen Verbündeten-Schutz sowie einen Stärkungsbuff. Der Verbündeten-Schutz kann nicht entfernt werden. Das auf einem 3 Runden Cooldown. Unglaublich crazy. Und hier bekommt er ja eine Zusatzrunde, was bedeutet, er cycelt halt immer schneller durch seine Fähigkeiten durch und kann somit sehr, sehr vielen Verbündeten einfach Verbündeten Schutz geben, um dann eben mit dem Team Attack mit so vielen Verbündeten wie möglich anzugreifen. Dann haben wir hier, immer wenn ein Verbündeter angegriffen wird, während er einem Verbündeten Schutz unterliegt, dieser Champion ihm verliehen hat, wird diesem Verbündeten für 2 Runden ein Schild-Buff in Höhe von 30% der maximalen LP dieses Champions verliehen. Geschieht nur, wenn der Verbündete nicht bereits mit einem Schild-Debuff von ihm erhalten hat. So, verringert zudem die Abklingzeit von Legion der Verdammten dieser Champion um 2 Runden, wenn ein Schild platziert wird. Legion der Verdammten war das da hier, sprich seid eh nur 4 Runden Cooldown, dann seid ihr dran, packt einen Verbündeten ein Schild drauf und könnt es um 2 Runden verringern. Und das ist natürlich mega geil. Also jedes Mal, wenn jemand angegriffen wird und es hat keinen Cooldown, also immer wenn die angegriffen wird, unglaublich crazy. Dann haben wir hier, verleiht den Verbündeten, der zu Beginn der Runde den niedrigsten maximalen LP-Wert hat, für 3 Runden Blocke-Debuffs, Stärkung und einen 6 Runden Verbündeten-Schutz. Verbündeten-Schutz kann wieder nicht standgehalten werden. Hier ist natürlich krass, ihr verleiht hier Verbündeten-Schutz, ihr verleiht durch die Passiv-Verbündeten-Schutz, wenn ihr dran seid, was natürlich mega stark ist, also ihr seid dran, und verleiht jemanden, ihr habt hier, verleiht jemanden, na, dann habt ihr hier mit Verbündetenschutz kriegen die Schilde, dann greift ihr zusammen mit Verbündetenschutz an. Unglaublich krasser Champion, also in der Platin Arena habe ich gesehen, wird er natürlich überall eingesetzt, er hat noch eine Aura mit Widerstand in allen Schlachten um 60, ja, selber 50 Widerstand, er hat hohen Grund-HP-Wert, hohen Grund-Defense-Wert, okay Speed. Dieser Champion ist nicht gemacht für Damage, sondern nur, um euer Team zu schützen, um da zu sein, um Damage aufzufangen durch den Verbündetenschutz und einfach eure Squishy DDs am Leben zu halten. Mega, mega crazy. Ich finde es krass, dass sie ihn reingepackt haben. Plus einen der neuen, Jintoro auch noch. Also lohnt es sich für die Leute. Ich habe Necrid schon, ich habe Gala schon und ich habe natürlich auch Flüstern schon, weil ich bei Amazon Prime bei dem Loot mitgemacht hatte. Und ja, deswegen werde ich keine Voids pullen, aber für jeden, der sagt, ich brauche einen Necrid, ich will einen Necrid oder vielleicht eine Gala, weil ich mit Zwergen nicht weiterkomme oder so, wäre es jetzt auf jeden Fall nice. Ihr müsst es eh machen, falls ihr die Fusion macht für das 10-fach-Event, somit kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, mal Vollgas zu geben dort und halt abwägen, wie viele Punkte brauche ich dann, um an mein Ziel zu kommen, wie viele Punkte brauche ich im Gesamten und wie viel Splitter muss ich dann somit auch öffnen. Ich werde einfach mal morgen gucken, wenn das Event aufpoppt, was dann passiert, wie viel ich dann tatsächlich mache, wie viele Splitter ich benutze. Ja, deswegen, wir werden es sehen, wir werden es morgen im Stream dann alles angucken, werden natürlich, wie gesagt, Charts öffnen, wenn ihr dabei sein wollt, dann schaut mit vorbei, schreibt mir in Discord, dann öffne ich gerne eure Charts
Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Glück. Toi, toi, toi. Beim coolen Champions Pullen. Ich hoffe, ihr zieht was Geiles. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr berichtet, was ihr so Cooles zieht. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, sehen wir uns im nächsten Stream. Ich bin euer Alium. Ciao, ciao.